Der Wert der Marke. Worin liegt der Wert der Marke? Dieses Video ist eine Kurzfassung eines Vortrags, den ich neulich genau zu diesem Thema halten durfte. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Außerdem werde ich ein Buch zu Marken mit dem Titel Markenrecht einfach veröffentlichen. Und mehr zu diesem Buch erfahren Sie unter der Adresse dasmarkenbuch.de. Und in diesem Video erkläre ich alles zum Wert der Marke. Ich gehe in diesem Video natürlich zum einen auf den im Vordergrund stehenden monetären Wert ein, also das, was man zuerst mal denken würde bei dem Titel. Aber dann gehe ich auch ein auf die Aspekte, was eigentlich eine Marke für ein Unternehmen wertvoll macht und in welcher Situation. Und werde das mit so ein paar Beispielen illustrieren. Der monetäre Wert einer Marke spielt vor allem in drei verschiedenen Situationen eine Rolle. Entweder geht es um den Kauf oder Verkauf eines Unternehmens oder eben nur der Marke oder eines Unternehmensteils. Dann kann es sein, dass die Marke oder Patente oder andere gewerbliche Schutzrechte in der Bilanz aktiviert werden sollen. Und dann kann es drittens natürlich auch darum gehen, den Erfolg des Marketings zu messen in irgendeiner Messgröße. Und da kann eben der Wert der Marke auch ein Hinweis sein. Beim Kauf oder Verkauf der Marke, entweder alleine oder im Zusammenhang mit dem Unternehmen oder einem Teil des Unternehmens, haben die beiden verschiedenen Parteien, also der Käufer und der Verkäufer, natürlich vollkommen unterschiedliche Interessen. Der Verkäufer will einen möglichst hohen Preis erzielen und der Käufer einen möglichst niedrigen Preis zahlen. Und es gibt eben sehr viele verschiedene Bewertungsmethoden, also monetäre Bewertungsmethoden für Marken, auf die ich in Kurzform auch gleich noch eingehen werde. Und was man aber so insgesamt mitnehmen kann in dieser Situation ist, dass eben jede der Parteien unterschiedliche Bewertungsmethoden zu Rate ziehen wird, um eben einen möglichst hohen oder niedrigen Preis darzustellen. Und dann ist nachher natürlich der Wert der Marke der Wert, der dann gezahlt wird. Also relativ trivial und einfach. Diese verschiedenen Modelle dienen dann eigentlich nur als Verhandlungspositionen und selten, um genau den Euro- oder Dollarwert der Marke auszurechnen. Wenn man eine Marke aktivieren möchte in der Bilanz, dann geht das nur, wenn dies eine erworbene, von einem Dritten erworbene Marke ist. Das ist einfach rein rechtlich, steuerrechtlich so. Selbst geschaffene Marken, selbst angemeldete und dann aufgebaute Marken können nicht aktiviert werden in der Bilanz. Außerdem kann man den monetären Wert der Marke natürlich eben zur Messung des Erfolgs des Marketings einsetzen, denn die Marke trägt ja dazu bei, dass sich der Wert des Unternehmens verändert. Und wie groß der Anteil des Unternehmens, der Marke an dem Unternehmenswert ist oder wie sich der Unternehmenswert ändert, wenn das Marketing erfolgreich ist oder weniger erfolgreich ist und die Marke eben besonders gut im Markt positionieren kann oder nicht, das entscheidet natürlich oder das zeigt den Erfolg oder Misserfolg des Marketings. Daher kann es hier eben auch eine wichtige Messgröße sein, um eben die Marketingbemühungen mit einer Kennzahl zu bewerten. Es gibt verschiedene Rahmenbedingungen, Standards, die Vorschläge machen oder zumindest eine grobe Richtung aufzeigen. Da ist zum Beispiel der Standard IDW S5 der Wirtschaftsprüfer oder die DIN ISO 10668, die von verschiedenen Experten erarbeitet wurde. Bei den verschiedenen Bewertungsmethoden gibt es einmal die finanzorientierten Bewertungsmethoden und die verhaltensorientierten Bewertungsmethoden und auch natürlich Mischungen derselben. Wenn man einen besonders niedrigen Preis darstellen möchte, zum Beispiel als Käufer einer Marke, dann kann man einen kostenorientierten Ansatz wählen. Also dann ist die Marke nach diesem Ansatz genau das wert, was diese Marke bisher an Kosten verursacht hat, also für die Anmeldung der Marke, für die Recherche, für die Verlängerung der Marke, für die Anmeldung in verschiedenen Ländern. Diese Kosten sind das absolute Minimum für den Wert einer Marke, also für den monetären Wert einer Marke. Dann gibt es noch ertragswertorientierte Ansätze,
Die beziehen sich meistens auf den zu erwartenden Gewinn bzw. die Lizenz, die mit der Marke erzielt werden könnte. Dann gibt es noch Preis-Premium-Modelle. Diese Preis-Premium-Modelle funktionieren so, dass überlegt wird, welcher Aufpreis kann vom Markt verlangt werden, wenn eben diese Marke eingesetzt wird. Also Beispiel, ein normales T-Shirt kostet in der Herstellung vielleicht irgendwie 1 Euro oder 1 Dollar oder 2 Dollar oder 2 Euro, ich weiß es nicht ganz genau. Und wenn da eben Disney draufsteht oder eine Mickey Mouse drauf abgebildet ist, kann man eben 20 Dollar dafür verlangen. Und das ist eben dann der zusätzliche Preis, der verlangt werden kann, dadurch, dass eben diese Marke eingesetzt wird. Im Unterschied zu den finanzorientierten Ansätzen gibt es eben auch die verhaltensorientierten Ansätze. Die rein verhaltensorientierten Ansätze haben sich zwar in der wissenschaftlichen Literatur breit gemacht und werden auch viel diskutiert, haben sich aber im wirklichen Leben nicht durchsetzen können und sind auch empirisch nicht belegbar. Viele Rankings, die man heutzutage kennt, basieren aber auf einem gemischten Ansatz, also einem finanzorientierten und einem verhaltensorientierten gemischten Ansatz. Dabei gehen insbesondere drei wichtige Faktoren üblicherweise in diese Bewertungsmethoden ein. Zum einen ist es die Rendite, die ein Investor mit der Marke erzielen könnte. Dann ist es die Rolle, die die Marke bei der Kaufentscheidung spielt. Und dann als letztes ist es die Stärke der Marke. Also welche Treue zur Marke dadurch erzeugt wird oder wie mit der Marke eben nachhaltig Nachfrage geschaffen wird. Kommen wir nun aber mal zum eigentlichen Wert der Marke. Der eigentliche Wert der Marke liegt aus meiner Sicht darin, dass sie eine Wiedererkennbarkeit erzeugt und natürlich ein Monopol für diese Bezeichnung oder dieses Logo im Markt bietet. Ich erkläre das mal an Beispielen. Wenn man eine Pizzeria einfach nur Pizzeria nennt, das kommt ja oft genug vor, dann ist das nicht wiedererkennbar, denn wenn man sich dann vielleicht im Umfeld von, weiß ich, 200 Meter von dieser Pizzeria bei der Pizzeria verabredet, dann wissen vielleicht alle, was gemeint ist. Wenn man aber, weiß ich, einen Bekannten aus einer anderen Stadt anruft, lass uns doch morgen Abend bei der Pizzeria treffen, dann weiß er nicht, welche Pizzeria, dann ist das nicht wiedererkennbar, nicht unterscheidbar. Andere Unternehmen haben das besser gemacht. Ich blende hier mal ein Beispiel ein. Der Pizza Hut hat eine super Marke geschaffen, die man weltweit wiedererkennt und wo jeder weiß, welche Pizza einen erwartet. Und was ist nun der Wert darin, eine Marke anzumelden? Muss man eine Marke beim Amt anmelden? Aus meiner Sicht natürlich. Ich habe natürlich immer nur mit den Problemen zu tun, sonst wäre ich nicht Patentanwalt. Bei mir kommt es halt immer mal vor, dass ein Unternehmer zu mir kommt, der sich eine schicke Marke ausgedacht hat. Zum Beispiel war mal ein Unternehmer da, der hatte sich eine schicke Marke für einen Türstopper ausgedacht. Der war dann mit dieser schicken Marke an den Markt gegangen und vor allen Dingen auf so einen relativ aggressiven Marktplatz wie Amazon. Und er hatte eben diese Marke nicht geschützt. Dann ist er damit sehr erfolgreich gewesen, hat seine Kategorie da dominiert. Ein anderer hat gesehen, hat die Marke nicht geschützt. Also schützt der andere die Marke, kriegt die Marke eingetragen, meldet Amazon eine Markenverletzung. Und unser Mandant hätte sich natürlich wehren können. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Aber erstens ist der Ausgang ungewiss. Zum Beispiel hätte er eine Löschung wegen Bösgläubigkeit beantragen können. Aber bis man die mal wirklich bewiesen hat, also die sogenannte reine Behinderungsabsicht, das ist ein weiter Weg. Und außerdem hätte das eben relativ lang gedauert und viel Geld gekostet. Und bis dahin hat er einfach keine Zeit gehabt. Also hat er sich einen neuen Namen ausdenken müssen. Die Marke ist aber natürlich, das ist die ureigene Funktion der Marke, auch wichtig bei der Verteidigung und dem Angriff gegen Wettbewerber. Sie kennen bestimmt alle den Goldhasen von Lindt. Da gab es mal den Fall, dass ein kleinerer Wettbewerber, auch nicht so klein, Riegelein, war mit einem Wettbewerbsprodukt in den Markt eingedrungen, mit einem kleinen, in Goldpapier eingepackten Schokoladenhasen. Ich glaube, der hieß ursprünglich mal Moritz als Modellname. Und das fand Lindt nicht so gut und hat dann Riegelein aus verschiedenen Marken angegriffen. Im Wesentlichen aus der Farbmarke Gold und aus der dreidimensionalen Marke für die Form des Goldhasens. Ich habe diesen Fall gewählt, weil dieser Fall besonders viel Geld gekostet hat. Er ist nämlich
bis zum BGH gegangen. Das kommt ja schon mal vor. Also Landgericht hat entschieden, Oberlandesgericht Frankfurt hat entschieden an BGH. Dann hat der BGH wieder zurückverwiesen an das Oberlandesgericht. Das hat wieder entschieden. Dann hat der BGH wieder entschieden. Dann hat der BGH wieder zurückverwiesen. Und dann hat das Oberlandesgericht wieder entschieden. Und jedes Mal haben die Gerichte eigentlich entschieden, dass Lindt keine Rechte hatte, die Benutzung der beiden Marken von Lindt durch Riegelein zu verbieten. Denn die wesentlichen Argumente waren, zum einen ist es ein anderer Goldton, zum anderen sind auch bestimmte Merkmale nicht in dem Hasen von Riegelein verwirklicht, zum Beispiel die rote Schleife oder das Glöckchen oder eben der Schriftzug Lindt oder der Schriftzug Goldhase, verschiedene andere Dinge. Dann zum Schluss wollte Lindt nochmal zum Bundesgerichtshof. Das war eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde. Zu dem Zeitpunkt hatte allerdings der Europäische Gerichtshof gegen Lindt schon entschieden, dass eine dreidimensionale Marke allein nur für einen eingepackten Hasen nicht schutzfähig ist. Die ursprünglich hatten die nämlich eine dreidimensionale Marke, die sie auch geltend gemacht hatten, für eben den Goldhasen, wie man ihn auch im Geschäft sieht, also mit eben der Glocke und dem roten Armband und so, Halsband. Und dann hatten sie versucht, eben ganz abstrakt einen in Goldpapier eingepackten Hasen geschützt zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Bis zum EuGH sind die da gegangen. Das hat eben nicht funktioniert. Und da hat eben dann der BGH gesagt, ja, also wenn der EuGH sagt, das ist überhaupt gar nicht schutzfähig, so allein einfach nur ein gold eingepackter Hase, dann habt ihr eben nicht Schutz auf alleine Schokoladehase in Gold eingepackt, sondern eben für euren ganz speziellen Hasen, und das macht Riegelein gar nicht. Und dann haben die das gar nicht zur Entscheidung angenommen. Warum benutze ich diesen Fall auch? Wenn man hart am Wind segelt, wie Riegelein in diesem Fall, dann sollte man auch eine großzügige Kriegskasse haben. Dadurch, dass dieser Fall eben durch unzählige Instanzen gegangen ist, eben bis zum BGH, dann wieder OLG, dann wieder BGH, dann wieder OLG und so weiter, sind so rein schätzungsweise allein nach RVG und wahrscheinlich in Wirklichkeit viel höhere Kosten entstanden. Und zwar nach RVG, ich würde mal sagen, schon allein zwischen so 500.000 und 700.000 Euro an Anwaltskosten, allein eben nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und Gerichtskostengesetz. Also, wenn man hart am Wind segelt und fremde Marken kennt und trotzdem ähnliche Produkte auf den Markt bringt, dann sollte man sich immer im Klaren sein, dass diese Marken sich wehren und dass man dann eben genügend Kriegskasse hat, sich dagegen zu wehren. Dieser Fall zeigt auch, dass man damit erfolgreich sein kann. Wenn man also hart am Wind segelt, kann man damit auch durchkommen. Dann wollte ich darauf noch eingehen, dass Marken natürlich wertvoll sind, um Piraterieware zu verhindern oder zu bekämpfen. Das ist vor allen Dingen bei größeren Marken, bekannteren Marken wichtig, vor allen Dingen im Bereich Kleidung oder auch Süßwaren oder Pharma oder Elektronik. Also ich vertrete zum Beispiel einen relativ großen Jeanshersteller, und da kommt es schon mal vor, dass es Zollbeschlagnahmen gibt. Das heißt, dass man dem Zoll mitteilt, hier, wir haben Schutzrechte und vertreten den und den. Und wenn ihr solche Jeans eben entdeckt, dann, und ihr seht eben, dass die gefälscht sein könnten, weil es eben die und die Merkmale gibt, die vielleicht bei den Originalen nicht auftreten, dann benachrichtigt uns doch bitte und beschlagnahmt diese Jeans erstmal. Außerdem kann man natürlich versuchen herauszufinden, wo diese nachgemachten Produkte hergestellt werden. Weit über 90% aller nachgemachten Produkte, aller Piraterieware auf der Welt wird in China produziert und dann entweder über China direkt oder über Hongkong ausgeführt. Und da gibt es eben schon sogar Agenturen oder Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, herauszufinden, wo nun der Container beladen wurde und von wem er beladen wurde und wo der LKW herkam, und dann eben zurückzuverfolgen, wo im Endeffekt diese Ware produziert wurde. Und dann kann man mittlerweile in China auch relativ effizient dann tatsächlich eine Beschlagnahme in der Fabrik machen, also zum Beispiel die Spritzgussmaschine beschlagnahmen oder so, dass dann eben erstmal relativ hoher Invest bei dem Nachahmer notwendig ist, um dann wieder ins Geschäft zu kommen. Wenn man die eigene Marke nun gar nicht verteidigt und die ganzen Wettbewerber einfach zulässt, dann hat man auch ein Problem.
Denn dann können sich zukünftige Nachahmer, wenn man dann doch mal vorgehen will, darauf berufen, ja, du hast doch die ganzen Wettbewerber, die praktisch das Gleiche machen wie ich, alle geduldet und hast überhaupt nichts getan. Da musste ich mich ein bisschen ein Stück weit auch drauf verlassen können. Und das heißt, dass dann der sogenannte Schutzbereich der eigenen Marke immer kleiner wird, je mehr man an Wettbewerbern zulässt und eben nicht dagegen vorgeht. Das heißt, die Marke muss man auch verteidigen, um den Wert der Marke zu erhalten. So, ich hoffe, ich konnte in diesem Video erklären, was es mit dem Wert der Marke auf sich hat. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Außerdem informieren Sie sich gerne über das neue Buch über Marken unter dasmarkenbuch.de. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.